Ja, und damit willkommen zurück in der Zone. In der letzten Episode sind wir ja sowas ähnliches wie ein Geheimagent gewesen. Aber unglaublich spannend. Ich weiß, ich soll es nicht so runter machen, aber es war schon ein bisschen mehr. Also vor allem das immer vor, zurück. Naja. Ich habe mal ganz kurz in den nächsten Abschnitt reingeschaut. Es kommt wieder so eine Zwischensequenz, die wieder keine Musik hat. Warum auch immer, ich werde da wieder eine reinlegen und dann hoffen, dass es so von der Stimmung her passt. Und ich würde sagen, wir legen los. Diesen Elefantenfuß gesehen. Liebe Sarjoscha, seit ich die Sonne verlassen habe, kann ich nicht aufhören, an dich zu denken. Die Abende, die wir in den Wochen zusammen verbracht haben, du hast mir so viele Freude bereitet. Ich denke immer wieder daran, dass wir uns, wenn das alles vorbei ist, in einem Café treffen, ins Kino oder ins Theater gehen könnten, wie normale Menschen. Ich werde endlich deine Vierdecker kennenlernen. Aber jetzt muss ich dich erstmal um einen weiteren Gefallen bitten. Es bricht mir das Herz, dass ich deine Gesundheit erneut riskieren muss. Aber ich habe keine andere Wahl. Wir suchen schon seit langem nach dem Kernbrennstoff, der aus dem Reaktor ausgelaufen ist. Er hat sich in eine seltsame Substanz verwandelt. Ein bisschen aus Uran, Sand, Blei und allem, was zum Löschen des Feuers verwendet wurde. Wir nannten es Corium. Wir müssen in die unteren Etagen des Kraftwerks hinuntergehen und versuchen, die Probe davon zu bekommen. Wir hoffen, dass dadurch viele Fragen geklärt werden, auf die wir noch keine Antworten kennen. Ich würde dich nicht darum bitten, ein solches Opfer zu bringen. Aber ich weiß, dass ich es nicht allein tun kann. Du bist der Einzige, in den ich vertrauen kann. Deine Nadja. Also gehen wir zum Fuß und dann sterben wir. Okay. Funkspruch. Tun wir mal die Sachen hier schon mal wieder runter. Okay. Also, was los? Yes, I am. I just entered some kind of warehouse, I think. Great. I will try to guide you step by step. I have plans for block 4, but I don't know what the corridors look like after the explosion. I expect some differences. The fourth block is already kind of different than its designers originally planned. Don't be joking, Seryoza. This is a serious matter. I know. How's the communication? We've installed a signal booster. The quality will be poor probably, but under favorable conditions, we should be able to maintain a connection. Great. Where should I start? You need to activate the elevators that are on the other side of the golden corridor. So, we need to restore power to the elevator shafts. Yes. Look for a fuse box. You'll find it in the technical room by the stairs. I understand. Over and out. Ja, so wie es aussieht, wird es jetzt doch spannend. Wir sind mal wieder im AKW. Aha. Und wir werden vermutlich ein bisschen kriechen müssen. Aha, okay. Die Brechstange dafür? Da kann ich nichts machen. Okay, was auch immer das alles hier ist.
wie immer gilt, alles mitnehmen. Ah. I guess, das brauchen wir. Oh, die Wolken sind mal wieder da. Okay. Ja, ich gehe mal da runter. Oh, fuck. Those damn sparks. Was ist damit? Und noch nichts. Okay. Ja, da ist wieder alles am Rumstrahlen hier. Okay, das hat mir aktiv gar nichts gebracht. Alter, was sind das für Computerkonsolen? Habt's auch Wodkaflaschen überall. Wunder, dass es hier gekracht hat, wie die Leute hier trinken. Ja, ich weiß, dass hier alles voller Strahlung ist. Oh, mach's aber hier. Okay, das läuft nicht. Dann machen wir die Spreekanne hier. Ne, falsch. Dann ist auf der 2. Ne, dann ist auf der 4. Warum sieht das jetzt so anders aus? Ist jetzt maximale Verstrahlung hier? Jetzt kommt, geh weg. Dankeschön. Ich glaube, das ist eigentlich hinter der Wand. Ja, also irgendwas ist da was mega schräg mit den Effekten. Okay. Oh, geil. Der Kontrollraum. Krass. Müsste da nicht viel mehr rot sein und so? Ich kenne mich halt gar nicht so aus. Ich meine, es gibt auch dieses eine Spiel, wo man dieses AKW da betreiben kann, auf einigermaßen realistische Art und Weise. Will ich da rein? Nee, falscher Knopf. Oh, komm, weg. Jo, es hat gar nichts gebracht. Okay, ich bin hinter der Tür. Lift geht nicht. Ah, ich glaube, hier soll ich irgendwie erst später hin. Okay, gehen wir mal zurück zu unserem Marker. Aber mega geil. Oder gibt es das pro Block, dieses Kontrollzentrum? Vermutlich ja. Gut, wie komme ich da jetzt schnell wieder hin? Nee, sag was. Gott sei Dank ist einigermaßen hier alles noch intakt. Ja, ah, das war eigentlich ganz gut, dass man die eine... Hä? Was war das denn jetzt? Okay, dann haben wir auf die 1. Nadia, the fuses are blown. Where the hell do you think I could get them from? What am I? An electrician? Nobody told me that they might be needed. All right, listen. According to the blueprints,
There should be devices powered by electric motors on this level. Take the fuses from them. All right. I'll do it. Aber ich hab doch so eine Fuse weggenommen. Ich mache hier. Ah, okay. Das ist wieder das gleiche wie vorher. Sag mal, Radio, kannst du da mal aufhören? Nee, hör auf mit dem Rauschen. Dankeschön. So, wo ist der nächste? 20 wieder. Da hinten 10 Meter. Ja, aber genau die habe ich doch. So. Marker? Marker? Das zeigt irgendwie, ach, noch da hinten. Da, wo ich drin gewesen bin. Ach, da oben. Okay. Gut, dann schalten wir halt hier einfach irgendwelche Dinge aus. Da komme ich nicht weiter. Und wieder retour. Ah, hier durch? Nee. So. Stell den Strom wieder her. Wir haben Strom, nur der Lift nicht. Boah, hier könnte man so. Geht er nicht dahin? So easy ein Horrorspiel draus machen. Ah, wobei, gibt's ja schon. Jetzt ist Stalker. Kommt ja auch ein neuer Teil. Okay, sag mir bitte, das war's. Aha. Gut. Was hätte das Spiel gemacht, wenn ich alle drei schon gehabt hätte? War dann trotzdem dieser Funkspruch gekommen? Das wissen wir doch schon. Wieder falsch gelaufen. So, einmal das Kontroll. War das? Bin ich hier durch? Ja. Wunderbar. Ja, funktioniert. Ja, sagt der Geigermeter eigentlich. Ab hier. Jo. Ich glaube, wir brauchen den gar nicht. Sex, I guess. Okay. Okay. What does it look like up there? A lot of damage? No. Here and there, panels dropped from the ceiling and the lockers fell over. But the control room is untouched. This must do. I wonder what the situation is like here. What's the point of this at all? As a radiobiologist, I have to assess whether it's possible to stay here for an extended period of time. After all, the whole block 4 is supposed to be covered by the sarcophagus. Yes, but the authorities want to reinstate the third block. The 3 and 4 share common systems. Someone will have to maintain and repair them. It's absurd. The entire power plant should be shut down. I agree, but this is not the time or place for criticism of the party. You're right. So, are we parting ways again? Not for long. I'll collect data, you'll collect samples, and we'll meet outside.
I wish it was that simple. Ja, so einfach wird es nicht werden, aber schön, dass du einfach hier drin stehst. Also maximaler Ausschlag, ne? Wolltest du nur sagen. Muss ich hin, da nach hinten. Alles klar, Boden schrubben. By the way, wie bist du hier runtergekommen? Hätten wir nicht den gleichen Weg... ach, was soll's. Nicht die Logik hinterfragen. Hallo? Weg da. Dankeschön. Danke. Ja. Verbrennt. Okay. Schon wieder ein Funkspruch. Was ist los? Nadia, we've got a problem. The passage on the level 6 plus is flooded with water. That's probably water from the cooling system. There is no time to localize the leak. Wait. Maybe I'll try to start the pumps. There should be switches in this section. 3. No, no. 4. 4 switches. Are you sure? Yes. We have a similar system in our block. The problem is that everything's on fire. The electrical installation must have gotten damp. When we restored the power, everything went to hell. Can we put it out somehow? Yeah, ich hab schon die Vermutung wie. The most important part is to get the pumps up and run. Okay. Ah, dann spielen wir mal wieder Feuerwehr. Hast du den Schlauch bei dir? Auch. Auch so 5. Ne. Hallo? Was, das reicht jetzt nicht, dass ich hier nach hinten gehe? Ja. Okay, dann halt nicht. Einmal weg wieder. Hey, was ist denn jetzt mit der... Shit. Wasser, Jod. Oh, mal kurz 6. Okay. Adrenalin. Stress. Shit, 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 shit. Soll ich denn das Feuer löschen? Hier komme ich nicht rein. Ich mach die Gesundheit. 56. Ganz ehrlich, warum kann ich... Ach, die Tür geht jetzt auf. Okay. Oh, fuck. This damn box. Okay, schnell wieder weg. Was hat es? 4? 3? Oder 5? Auf der 5. Oh, mach mal aus hier. Gibt's ja nicht. Wie viel Wasser brauchst du? Geht's nochmal aus? Mach du bitte einmal ausgehen, danke.
glaube, das geht nicht weiter aus. Doch hier bleibt meine Gesundheit. Ah, jetzt. Okay. Gut. Einmal da rein. Shit, was haben wir denn jetzt? Wir haben Stress. Adrenalin, keine Medienverwandlung, sind beliebt für so weit süß und aufmunternd. Nur mal die 6. Okay, das hat geholfen. Der Marker ist 34 Meter da hinten. Lol. Was habe ich das jetzt gemacht? Okay, Koffein, Adrenalin, Erste-Hilfe-Kit, Wasser. Komme ich mit dem Wasserschlauch irgendwie... Nee. Warum kriege ich da einen Feuerschaden? Das Feuer ist aus. Nee, machen wir das andere. So, bitte einmal ausgehen, dankeschön. Okay. Aber da komme ich nicht. Ach, geht's jetzt das aus oder wie? So, die andere Tür da. Komm ich da hin? Das Spiel. Ich verstehe es manchmal nicht. Aber bis zur Tür wäre ich halt mal gekommen. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Mein Gott. Keine der Türen funktioniert. Hast du irgendwie helftechnisch? Ah, gut. Lift, hier geht's rein, da hinten geht's rein. Strom, Strom. Wasserhydrant, hier direkt. Aha. Da und da hat Strom, habe ich da doch was übersehen? Was zum? Da oben. Ach so, wow. Ja, danke für den Hinweis. Ja, und jetzt? Hallo? Brauche ich. Ach, das kann ich ja nicht extra ausrüsten. Da lässt er mich nichts machen. Hier weiter rüber ist es nicht. Okay, Objective sagt, nutze den ausgedrungenen Korridor, um den nächsten Abschnitt zu erreichen. Aber das hat mir doch nichts gebracht, dass ich da reingelaufen bin.
So. Hier war nichts Usefuls-mäßiges drin. Und da komme ich nicht hin. Ich bin jetzt wirklich überfragt, was ich hier tun soll. Da nach links geht's halt auch nicht rein. Da soll ich nicht rein. Was passiert eigentlich, wenn ich da reingehe? Mal ganz kurz speichern. Jo, das ist Instant Death. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen verstrahltes Wasser. Ja, aber... Oder ich habe jetzt einfach irgendwie mega schrägen Pack hier. Was ist da? Da ist kein Weg, kein gar nichts. Benutze den ausgetrockneten Korridor, um den nächsten Abschnitt zu erreichen. Da ist kein ausgetrockneter Korridor. Es ist grün, da hinten komme ich nicht rein. Oh, da kann ich rauf. Okay. Und jetzt? Ach, darüber. Und dann? Was willst du? Was kann ich jetzt hier tun? Ja, das ist wieder so eine Sicherungsbox, aber... Ich weiß, dass ich mit dem irgendwas machen muss, aber... Ja, wenigstens sind die Türen dann mal offen. Ich glaube, ich mache das irgendwie in der falschen Reihenfolge, aber... Komm, wir schließen uns hier mal an. Machen das Feuer da mal aus. Na komm, geh aus. Das ist, glaube ich, die schlaueste Idee, hier mit dem Wasser zu arbeiten. Mit offenen Stromleitungen. So, sehen wir jetzt aus. Nee, nicht ganz. Ist hier noch eine Flamme da unten? Gott, ich glaube, das war's. Okay. Aha. Gut. Was ist mit der Tür? Ja, ist fleißig im Rumrennen. Okay. Also Feuerlöscher nach rechts.
Also das Feuer ist überhaupt nicht hell. möchtest du ausgehen? Sag mir jetzt nicht, ich muss das andere Feuer zuerst machen. Oh weh, das ist... Oh, kannst du ausgehen, bitte? Ja, ich weiß ja nicht, aber... Irgendwie... hat das Wasser jetzt nicht so einen löschenden Effekt. Ja, bin nicht überzeugt. Krieg ich Schaden, wenn ich reingehe? Ja. Doch, das könnte vielleicht sein, dass die Animation noch da ist, aber das Feuer als gelöscht gilt. Es gibt's doch nicht. Wie viel Liter Wasser bist du? Zum Aus? Das gibt's nicht. Da ist irgendwie noch so ein Lichteffekt hier drauf. Auf dem Feuer. Ja. Okay. Ja, okay. Liebe Leute, ich glaube, ich mache hier mal einen kleinen Cut für euch. Ich wäsche mich mal noch da vorne hin und versuche dabei nicht zu sterben. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.